Hamburg hat sich jetzt gegen die Ausrichtung von Olympia entschieden und das ist gut so, denn das wäre ein unkalkulierbares finanzielles Risiko gewesen und ich glaube, das war am Ende auch der Grund. Denn wir in Hamburg sind natürlich genauso sportbegeistert wie die meisten Menschen hier in Deutschland, aber die Mehrheit hat am Ende gesagt, wir vertrauen diesem Senat nicht, dass es am Ende nicht doch wieder hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Euro kosten wird, die zu Kosten von Kindertagesstätten, zu Kosten von Schulen geht. Wir sagen, Olympia ja, aber nicht zu diesen Bedingungen, nicht mit diesem finanziellen Risiko und deswegen ein guter Tag für die Stadt Hamburg und ein guter Tag für Deutschland.